Col della Lombarda. Allein der Name zergeht schon auf der Zunge wie weiße Trüffel aus dem Piemont. Für Motorradfahrer präsentiert sich der Lombarda aber auch als ein aufregender Leckerbissen. Wer auf seiner Tour von Italien nach Frankreich oder andersherum auf der Suche nach Abenteuern ist, der sollte den Col della Lombarda auf jeden Fall unter die Räder nehmen. 42 Kilometer, oft einspurig, vollständig geteert, wenig Verkehr sowie Kehren und Serpentinen, soweit das Auge reicht. Der Lombarda präsentiert sich als eine erstklassige Motorradstrecke, wie man sie sonst nur aus dem Bilderbuch kennt. Schlängeln wir uns also vom italienischen Vinadio mal hinauf zur Passhöhe auf 2351 Meter. Hier zeigt sich die Macht der Natur, Geröll und Felsen bringen die Szenerie. Nee. Ach so. Hier rum. Du bist mein Hauptdarsteller im Moment. Ach, nach einem kurzen Zwischenstopp geht es talwärts in Richtung Isola 2000, ein Retortenskiort, welcher in der schneefreien Zeit verlassen und gruselig wirkt. Das Ganze bietet aber auch einen Vorteil, denn man kann die anschließenden zweispurig ausgebauten Passkilometer so ziemlich allein genießen. Ende des Passes schließt sich dann noch ein kleines gepflastertes Sträßchen durch den wunderschönen Ort Isola an. Die Besonderheit hier, die Straße ist bis an die Hauswände herangepflastert, es kommt ein bisschen Tunnelfeeling auf. Allerdings mit natürlichem Licht von oben und bunten Wänden an den Seiten.